Wir fuhren mit den Rädern von Bad Schandau nach Königstein. Manchmal musste man auch die Räder schieben. Es war immer ein Erlebnis, mit der kleinen Fähre über die Elbe zu setzen. Die Räder stellten wir in Königstein ab und fuhren mit dem Sonderbus zur Festung. Die Festung Königstein diente der Unterbringung der Staats- und Kundschätze, dem sächsischen Fürsten und Königsfamilien als Zufluchtsort bzw. zu Festlichkeiten und als Staatsgefängnis. Seit 1870-71 mehrfach auch zur Unterbringung kriegsgefangener Offiziere. Berühmtester Gefangener war Johann Friedrich Böttger, der auf dem Königstein 1706 bis 1707 statt Gold das europäische Porzellan erfand. Ein bequemer Weg von 1700 Meter Länge führt wie auf einem riesigen Aussichtsturm rund um das Plateau. Die Gebäude lassen erkennen, dass die Festung eine kleine Stadt mit eigenen Gesetzen, Gerichtsbarkeit, Wasserversorgung, Standesamt und Marktplatz war.